Jüngere Haut, glatte Haut, junges Aussehen. Es beschäftigt viele, viele Frauen. Also am Fastenwoche bekomme ich von meinen Mädels Fragen, welche sagen: Jana, so tolle Methode. Was kann man noch für Haut machen? Sage: Das, was du jetzt gerade magst. Ich bringe dir beim Fastenwoche sehr viele vietnamesische Methoden, welche arbeiten intensiver als du denkst. Wichtig ist im Körper, dass das alles fließt wieder. Und junge Haut, schöne straffende Haut, das ist deine Energie von innen. Das ist so, wie du von innen wirkst, wie du auf dich selbst wirkst, wie wer du bist in diesem Moment, wenn du jung bist, weiblich ist oder männlich ist und in dieser Energie sich so wohl fühlst, dass du sagst, ja, das bekommst du ausstrahlen über deine Haut. Und deine Haut nimmt diese Gestalt, wenn dieses Bewusstsein in dir lebt. Du kannst sehr viele Massagen machen, Methodiken verwenden, alles. Solange du dabei bleibst, scheint dir auch genauso so sein. Aber wenn du das nicht magst, kommst du in deine alte Bewusstseins und das wird dir auch das zeigen, da wo dein Bewusstsein ist. Und deswegen das Wichtigste, diese Basis vom jung aussehenden Haut, ist das innere junge aussehende Ich bin's. Ich bin jung und mein Körper ist jung. Der strahlt diese Energie vom Außen. Die regeneriert sich mit jedem Augenblick. Und das ist keine Sequestration oder Programmierung. Das ist Zustand. Das, über ich jetzt spreche, das ist über die Gedanken lässt sich nie steuern. Das ist Gefühlebene. Das bin ich. Weil dein physischer Körper ausgerichtet genauso jung bleiben bis zum letzten Moment. Bis du wirklich bewusst gehen möchtest. Und die kann dir Jahrhunderte, Jahrtausende dienen. Übrigens, wenn wir über Hellsichtigkeit sprechen und sagen, wie sieht meine Beispiel Verwandtschaft, mit welcher ich jetzt Beispiel Wahrnehmung habe und kontaktiere, die sind immer jung. Wenn ich mit meinem Papa immer in Kommunikation, welcher verstorben hat, als ich 5 war, ich sehe ihn immer jung, als jünger als er damals war, wann gegangen ist. Wieso ist das? Weil es ist unsere natürliche Format, sage ich, vom Körper, diese Jugendlichkeit, Vitalität, Gesundheit, das ist immer sollte so sein. Aber diese innere Wahrnehmung in dir, das ist das. Und deswegen, du wirst sehr viele Kurse mitmachen, du wirst sehr viele Bücher lesen, du wirst sehr viele Produkte nehmen, welche versprechen dir, deine Haut wird jung aussehen. Die wird jung aussehen, wenn du dich jung aussehen lässt. Das ist der springende Punkt. Und von innen, es wird die Vitalität kommen durch dein Bewusstsein, auch wenn du beispielsweise deine Energie aufblühen lässt, wenn du dir erlaubst, diese Energie nach außen präsentiert lassen. Ja, jetzt ist das richtige Wort, lassen, zulassen, das nach außen zu kommen. Und diese Haut, das ist genau, ich zeige mich, ich lasse mich so wirken, so wie ich bin. Echt sein, Natürlichkeit, ich selbst zu sein. Ängste, das bin ich auch, ja, ich kann auch zeigen, dass, wovor ich eigentlich Bedenken und Angst habe. Ich stehe dafür. Ich verstecke mich nicht hinter meinem Haut und ihr wird nicht schlapp dadurch. Also ich bin ich selbst. Und dann ist natürlich, kommt interessanterweise richtige Handlungen. Du wirst ganz anderes ernähren. Du wirst bewusst nur Wasser trinken, strukturiertes, lebendiges Wasser. Du wirst an deine Haut nicht schmieren, was deine Haut einfach verstopfen kann. Du wirst ihn streichen, du wirst ihn berühren, du wirst ihn lieben, diese Haut. Du streichst, du massierst sanft. Du machst beispielsweise vietnamesische, diese fünfdimensionale Massage mit Bewusstsein und deine Haut fühlt die Energie deiner Chakranen. Und sobald deine Hand öffnet sich und die Energie aus den Chakranen fließt, das wird die Haut erneuern, verjüngen. Und das ist, ich spreche über jetzt ganz andere Bewusstseins. Ich will gar nichts jetzt dir sagen, ja komm, nimm mal Aminosäure, die vom
ihnen helfen dir, das wird dein Bewusstsein sagen, ist es, es hilft dir. Das wirst du intuitiv greifen. Du findest beispielsweise sehr viele Möglichkeiten, das zu üben und trainieren in meinen Online-Kursen, Beispiel intuitive Ernährung, fünfdimensionale Massagen. Das sind alles so Themen, welche ich vom Generationen schon in mir trage. Und jetzt, gerade jetzt, fühle ich, dass jeder Mensch für sich selbst so wichtig ist und nur für sich selbst kann etwas tun. Und meine Botschaft ist immer, du bist wunderschön, deine Haut ist wunderschön. Erlaub dir, es jetzt wahrzunehmen. Es wird auch regeneriert in dem Format, in welchem du das wahrnehmen möchtest. Du, nicht andere, sondern du. Hör auf, dich zu vergleichen. Du hast perfekte Körper für dich. Das ist genial. Mach das bitte. Es ist so, dass viele Menschen beispielsweise haben Gewichtprobleme. Aus welchem Grund? Diäte helfen kurze Zeit, aber die fallen dann immer wieder in die gleiche Muster, weil alles ist hier, alles ist da. Da würde ich wahrscheinlich noch viele Themen aufrollen lassen und euch helfen, mit dem Gewicht wieder in Gleichgewicht kommen. Genau wie mit Bewusstsein kommt die Haut natürlich automatisch da rein. Aber mir macht das riesige Freude, darüber zu sprechen, weil ich fühle, welches Potenzial wir haben, wo wir sind jetzt. Und wie es geht weiter im so guten Dienen. Die Menschen haben Freude und Lust, mit sich selbst zu arbeiten. Das ist einfach toll. Bleibt dabei, bleibt in meinem Telegram-Kanal vielleicht, abonniert das, weil da ist beispielsweise viele Antworten, welche ihr stellt mir über E-Mails, antworte ich über Telegram-Kanal. Und wir sehen, wo wir ankommen. Ja, bei sich selbst bestimmt. Alles Gute, ciao.